Egal, die Musik ist einfach so krank, Mann. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077, Folge 5. Hier waren wir letztens stehen geblieben, wir haben das Kampftraining gemacht, alle 4 Stufen und ich würde sagen, wir sind jetzt bereit für die Welt da draußen. Und das, was auf uns zukommt. Nicht schlecht, hä? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Folge Jackie. Zum Aufzug. Errungenschaft, der Narr. Okay, wir haben jetzt eine Waffe, das ist super. Ui. Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Ja gut, von mir aus. Wie? Chill mal ganz kurz, okay? Apartment 1237. Müsste drin sein. Aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Jupp. Jetzt leise. Scheiße. Sind wir zu spät? Ist sie das wie? Die Zielperson. Oh. Da liegt ja so viel Scheiße. Nehmen einfach alles. Beim Scannen gelbmarkierte Objekte enthalten wertvolle Tapes. Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Lebensnotwendige Cyberware fehlt. Herzstillstand. Schade. Ach schon, wie. Wie? Achtung! Penderos vor uns. Erledigt leise, wie. Jetzt schön vorsichtig. Ja.
ich jetzt nicht. Nee, wa? Verstecke die Leiche. Ah ja. Was? Stecke dich vor den Scavengers. Finde Sandra Dorset. Leise, sonst entdecken die uns. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei uns. Sie kommen. Ja, warte und bleibe unbemerkt. Vier Heuschrecken. Warten wir und planen die Sache. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Neutralisieren. Den da, bei dir. Holen wir sie uns. Suerte. Tschüss, Alter. Das ist nicht geil, muss ich sagen. Da aber nur er bewaffnet ist. Ah. Alle ausgenockt. Egal, die Musik ist einfach so krank, Mann. Jetzt schon vorsichtig. Hä? Nichts. Nein, zumindest. Nichts Neues zu geben. Neue Items erhalten. Wirklich? Hätte ich ja nicht gedacht. Alter. Das Ding macht schon Spaß, ne? Sammeln wir alles auf. Maximal viel Zeug, ey, scheiße. Überlesen, machen wir. Ja.
Im August 2023 veränderte ein einzelnes Ereignis den Lauf der Geschichte. Obwohl es vor dem blutigen Hintergrund des vierten Konzernkrieges geschah, berichteten die Medien wochenlang davon. Und das zu Recht. Eine Gruppe von Terroristen sprengte damals eine Atombombe, die den Arasaka Tower pulverisierte. Die Warnung der Terroristen kam zu spät, denn nicht alle Angestellten konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Explosion tötete und verletzte tausende Menschen. Zahllose starben an den Folgen der Strahlenvergiftung. Wie konnte der größte Terroranschlag des 21. Jahrhunderts passieren? Wer steckte hinter der Katastrophe? Um Antworten auf diese Frage zu finden, müssen wir zuerst den Kontext dieser Ära verstehen. Night City war in den frühen 2020er Jahren von einem Unwillen geprägt, der sich wie nie zuvor gegen die Konzerne richtete. Das Epizentrum der Gesetzlosigkeit befand sich im Club Atlantis. Er war eine Art Insel des Widerstands gegen die vorherrschenden Mächte, vor allem gegen Megakonzerne wie Militech, Bion, Technica und das mit Abstand größte Hassobjekt Arasaka. Der japanische Waffenhersteller übte schon damals den größten Einfluss auf die Geschichte von Night City aus. Diejenigen, die im Atlantis ein- und ausgingen, vertraten die Absicht, dass die Konzerne die Zukunft über sich allein beanspruchten und die Menschen zu Sklaven des Konsums gemacht hatten. Ironischerweise hatten sie ihnen die zwei Dinge genommen, die der Kapitalismus am meisten liebt: die Freiheit und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Diese Leute nannten sich selbst Edge Runner. Sie stellten sich gegen die Weltordnung der Konzerne, erklärten sich selbst für unabhängig und übten den Widerstand. Jeglicher friedlicher Methode beraubt, das zu verändern, was sie als das System bezeichneten, griffen sie zu radikaleren Wegen der Selbstdarstellung, Mord und Gewalt. Ja, stark, ne? Boah, Alter, wir sind reich, 1000. Ja. So eine verfickte Scheiße. Scheiße, wie. Glaub mir, ich habe echt keinen schwachen Magen. Aber das. Das. Verdammt, sowas kann ich nicht ab. Diese Schlachter-Scheiße. Was die mit den Leuten machen. Scheiß Gav-Psychos. Das war's mit solchen Jobs. Te lo juro por mi madre. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Ja. Schließe an. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware, Reconfig oder ein Neurovirus. Carajo, Tibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Okay. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlagereinheit. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie. Zieh dein Ding durch. Oh, fuck! Herzstillstand! Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey!
Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bringen Sie nach draußen! Voll. Das ist, der Ding ist jetzt genau im Bild, ey. Ist ja wieder fantastisch. Okay. Auch hier, oder was? Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Im Türbereich anhalten. Im Türbereich anhalten. Er hat nicht erkannt, dass ich draußen bin, oder was? Toll. Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Doc. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klink mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vi. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. T, um aufs Telefonmenü zu greifen. Wakako Okada. Okay. Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Okay, wir sind offenbar Stufe 2. Angeblich Geil. Hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Okay. Auf jeden Fall sehr musikstark, das Spiel. Stadt wie jeder andere, nur größer. Nein, nicht wie jeder andere. Andrew Wayland, Adam Smasher, hier kommen Legenden. Eieieiei. Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt.
bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Aber das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Oh. Fahrzeuge kämpfen. Waffe ziehen. Waffe wegstecken. Als Beifahrer kannst du dich aus dem Fenster lehnen. Ja. Wir lieber nach Hause. Watson ist auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Dann. Einen schönen Abend wünsche ich. Warum nicht, wa? Ich mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Mhm. Und bescheiden. Du weißt schon. Ich finde seinen Akzent auch mega geil, muss ich sagen. Stehe ich drauf. Guck mal, sie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Nexte. NCPD eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die Fischknöpfe. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine haben keine Chance. Als Beifahrer kannst du F drücken, um die Fahrt zu überspringen, um sofort am Ziel anzukommen. Hier, Alter, keine Sekunde überspringe ich in dem Game. Keine Sekunde. Wir schauen uns die Stadt hier an, aber in jedem Detail, Alter. Oh. Ja, Dinger, und sowas soll ich überspringen? Kommst du sicher nicht mehr nach Helmut. Bist du dir da sicher? Ah, wieder den netten Jack. Yeah.
Bis dann. Grüß Misty von mir. So, Freunde. Und in diesem Sinne würde ich auch schon wieder sagen. Ah, ne, jetzt haben wir ein Level up. Okay. So. Da schauen wir nächste Folge rein, würde ich sagen. Da geht es nämlich an genau dieser Stelle weiter. Und dann gucken wir mal, wo wir wohnen. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.